Vor allem im Mittleren Osten liefen die Kundgebungen auf typische Art ab, wie hier in der größten Stadt Pakistans. Die Verbrennung von israelischen und amerikanischen Flaggen hat geradezu Tradition. Ihrem Ziel wähnen sich die Teilnehmer nun offenbar schon nahe. So Gott will, wird die Existenz Israels bald ein Ende haben, sagt dieser Mann. In Iran wurde der sogenannte Aqsa-Sturm, wie die Hamas ihren Angriff auf Israel nennt, mit einem Feuerwerk gewürdigt. Kaum verwunderlich angesichts der Nähe des Regimes zu Hamas. In Pakistan haben rund 15.000 Islamisten gegen die Wiedereröffnung der NATO-Nachschubrouten für die internationalen Truppen in Afghanistan protestiert. Ein Demonstrationszug aus Lahore im Osten des Landes erreichte die Hauptstadt Islamabad. Nein zu NATO und USA oder Freunde der USA. Wegen des tödlichen NATO-Angriffs auf zwei Militärposten hat Pakistan die USA aufgefordert, einen Luftwaffenstützpunkt binnen 2 Wochen zu räumen. Während die Opfer mit allen Ehren beerdigt wurden, drückte die Regierung gegenüber Washington ihre tiefe Wut aus. Der Verteidigungsausschuss des Kabinetts beschloss, dass die USA ihren Stützpunkt in Südwestpakistan, von dem aus Drohnen starten, räumen sollten und dass alle Kooperationsprogramme mit den USA, der NATO und der ISAF überdacht werden sollten. Gestern waren mehr als 20 pakistanische Soldaten bei einem Angriff von NATO-Kampfhubschraubern aus Afghanistan getötet worden. Die internationale Schutztruppe untersucht den Vorfall. Pakistan hatte daraufhin die Nachschubrouten für die ISAF-Truppen in Afghanistan blockiert. Zahlreiche Lastwagen hängen seitdem dort fest. Pakistan ist ein wichtiges Transitland für die Versorgung der ISAF. Die größte Bedrohung für die Stabilität Südasiens wäre jedoch der Status des pakistanischen Atomwaffenarsenals. Schätzungen zufolge verfügte Islamabad im Jahr 2021 über 165 nukleare Sprengköpfe, 4 Reaktoren zur Plutoniumproduktion sowie über eine erweiterte Infrastruktur zur Uranerreicherung und neue Raketensysteme in der Entwicklungsphase. Bei einem Zusammenbruch des Staates hätten nichtstaatliche militante Gruppen, Splitterfraktionen oder Einzelpersonen reichlich Gelegenheit, nukleare Systeme zu entwenden. Schlimmer noch, wenn pakistanische Waffen oder Nukleartechnologie in besonders skrupellose Hände fielen, könnten sie verkauft werden. Und angesichts des wahrscheinlichen Anstiegs der separatistischen und dschihadistischen Militanz gäbe es keinen Mangel an potenziellen Käufern. Ein pakistanischer Zusammenbruch würde möglicherweise Atomwaffen weltweit verbreiten. 28. Mai 1998. Heute vor 25 Jahren zündete Pakistan seine erste Atombombe. Damit wurde es zum ersten islamischen Land, das in den Kreis der Atommächte aufgestiegen war. Reinhard Bartusch. Aus Granit wird Gold. So scheint es aus der Ferne, als der atomare Sprengsatz in den abgelegenen Rasko-Bergen detoniert. Die Erde bebt. 5,0 auf der Richterskala in der Provinz Belutschistan im Westen Pakistans. Die Zeugen des Atomwaffentests jubeln. Gott ist groß. Die pakistanische Bombe funktioniert, so viel ist sicher. Man sieht es an der Bergflanke. Sie war eben noch unwirklich goldglänzend, jetzt ist sie pulverisiert. Indien hat es vorgemacht. Heute um 15.45 Uhr hiesiger Zeit hat Indien 3 Nuklearsprengungen im Testgebiet von Pokhran durchgeführt. Verkündet Indiens Premierminister Vajpayee.
Am 11. Mai des Jahres hatte sein Land Atomwaffentests in Pokhran im Bundesstaat Rajasthan erfolgreich ausgeführt. Bei zwei Rivalen, die sich so gegenüberstehen wie diese beiden langjährigen Kampfhähne, erzwingt einfach die Dynamik des Rüstungswettlaufs, dass der eine dem anderen keinen Vorsprung lassen kann. So analysiert der 2017 verstorbene Friedensforscher Ernst Otto Cempil im Mai 98 die Lage auf dem indischen Subkontinent, wo sich Pakistan und Indien seit Jahrzehnten belauern, wenn nicht bekämpfen. Entstanden sind zwei weitere Atomwaffenmächte. US-Präsident Bill Clinton will es nicht fassen. Ich kann nicht glauben, dass wir das 21. Jahrhundert damit beginnen, dass auf dem indischen Subkontinent die Fehler des 20. Jahrhunderts wiederholt werden. Noch in der Nacht vor dem Test hatte Clinton versucht, Pakistans Staatschef Nawaz Sharif umzustimmen. Ohne Erfolg. Im Ergebnis verhängen die USA Sanktionen. And although Pakistan was not the first to test, two wrongs don't make a right. Ich habe der Regierung von Pakistan klargemacht, dass wir Sanktionen verhängen werden, wie es das Gesetz verlangt.